Herzlich willkommen, liebe Leute, zu FUTDraft FIFA 17 Ultimate Team. Ja, ich habe mir gedacht, ich tue mal einen FUTDraft-Modus starten. Teilnahmebedingungen sind 300 FIFA-Points oder 15.000 Münzen. Wir entscheiden uns natürlich für FIFA-Points und mal schauen, wie weit wir kommen. Da können wir für die Leute, die es nicht kennen, im FUTDraft-Modus, umso weiter wir natürlich kommen, umso bessere Packs bekommen wir letztendlich. Also es gibt vier Spiele insgesamt zu gewinnen und pro Sieg bekommen wir ein Pack und umso mehr wir gewinnen, umso besser werden die Packs, so viel ich weiß. Und jetzt können wir uns erstmal unsere Aufstellung aussuchen. Ich würde sagen, meine Lieblingsaufstellung ist leider nicht dabei, aber ich würde sagen, wir nehmen die 4-1-2-1-2 Aufstellung. Die ist, denke ich mal, ganz okay. Und wir wählen unseren ersten Spieler aus. Oh je, da ist leider nichts Gescheites dabei. Jetzt überlege ich mal. Wir haben einmal den Rooney aus der Primera Division. Premier League meine ich, sorry. Dann der Coutinho, ebenfalls aus der Premier League. Silva aus der Premier League. Rakitic aus BBVA. Und Gündogan ebenfalls aus der Premier League. Ich würde aber sagen, wir entscheiden uns für den Coutinho, der hat eigentlich so die besten Werte. Und dann suchen wir mal einen Stürmer. Ich versuche mal ein Premier League Team aufzubauen. Morata finde ich gar nicht schlecht, aber wir entscheiden uns für Rashford. Der passt schon mal gut. Wir müssen ja ein bisschen auf Chemie kommen. Dann mal gucken, ob wieder ein Spieler dabei ist aus der Premier League. Hier leider nicht. Dann würde ich sagen, entscheiden wir uns für den Remy. Der passt auch gut zusammen, weil das ist ebenfalls Premier League. Dann linkes Mittelfeld. Nehmen wir natürlich Sterling, ist auch ganz klar. Sterling oder Wijnaldum, wie man den auch immer ausspricht. Ich würde aber sagen, wir nehmen Sterling. Der passt meiner Meinung nach besser rein. Dann rechtes Mittelfeld. Bis jetzt ziemlich viele Premier League Spieler dabei. Hier hätten wir wieder einen Premier League Spieler. Würde sagen, den nehmen wir auch. Genau, der passt auch ganz gut. Dann nehmen wir einen ZDM-Spieler. Schauen, wer da Schönes dabei ist. Carrick ist meiner Meinung nach ziemlich langsam. Aber wir nehmen da. Na, ich würde sagen, wir nehmen ihn einfach mal. Wir müssen ja auf Chemie kommen. Ist leider nicht so ein überragendes Team dabei. Dann nehmen wir auf jeden Fall Monreal. Innenverteidiger bis jetzt wirklich nur Premier League-Spieler, finde ich ziemlich geil. Und ich würde uns entscheiden für Arribas. Der passt ja auch ziemlich gut zu ihm, weil es ebenfalls ein Spanier ist. Dann machen wir weiter mit dem Torhüter. Mal schauen, wer da Gutes dabei ist. Oh je. Das sind ja nur Noobs. Ach du Heilige. Puh. Ach du Scheiße. Die passen gar nicht zum Team. So, ein weiterer Innenverteidiger müsste man natürlich Varane nehmen eigentlich. Oder Gray oder Cahill. Das wäre auch die Frage. Ich nehme mal Cahill. Der passt auch ganz gut zum Team. Rechtsverteidiger. Wir haben ja dann auch noch die komplette Bank. Was natürlich heißt, wir können immer noch ein paar Topstars ziehen. Aktuell ist wirklich. Okay, haben wir ja schon mal einen einigermaßen besseren Torhüter. Loris oder Čech oder Bravo. Die drei stehen zur Auswahl. Ich würde aber sagen, wir nehmen Čech oder Loris. Jetzt ist halt die Frage. Der Čech hat BSI besser, aber in Reflex ist der Loris wieder besser. Ich würde sagen, wir nehmen den Loris, machen ihn auch gleich mal raus. Dann haben wir schon mal 100er Chemie und 81er Gesamtwertung. Vielleicht kriegen wir noch einen guten Innenverteidiger. Maxwell ist hier noch dabei. Aber wir nehmen Cancelo. Hochkarätige Spieler sind wirklich überhaupt nicht dabei. Das ist schade. Albol haben wir hier noch. Den könnten wir für de. Na, der passt leider auch nicht.
Nee, der passt auch nicht so gut rein. Mal gucken, ob wir noch einen Engländer finden. In der Abwehr. Petro nehmen wir auf jeden Fall, das ist klar. Den tun wir auch gleich mal ändern. Finde ich persönlich besser. So, weiter geht's. Draxler, Virinha, Garcia. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, wir nehmen den Garcia, da wir ja ziemlich viele Spanier drin haben. So, nächste. Dann nehmen wir Torres. Obwohl ich Coman eigentlich auch ziemlich gut finde. Ja, wir müssen letztendlich sowieso wechseln im Laufe des Spiels. Da ändert sich die Chemie ja sowieso komplett. Koke. Puh, würde ich sagen, nehmen wir den vom FC Schalke. Nächster Spieler. Ist jetzt wirklich noch kein Hochkaräter dabei. Leider. Aber ich denke mal, das kommt noch. Da ist schon mal Bale, guck, Bale, Ronaldo. Dann entscheiden wir uns auf jeden Fall für Ronaldo, ist klar. Vielleicht ziehen wir ja noch den Bale, wenn wir Glück haben. Dann würde ich sagen, entscheiden wir uns für den Lehmer. Nächster Spieler. Sind auch keine gescheiten Spieler dabei. Oh Mann, ey. So, letzter Spieler. Nehmen wir den Mikel auf jeden Fall. Das ist ein ZDM-Spieler. So Leute, dann wählen wir noch den Manager aus. Mal schauen, wer da zur Verfügung steht. Dann würde ich eher den da nehmen. Der passt ja auch gut ins Team. Und dann tun wir auf jeden Fall mal erstmal die Mannschaft ein bisschen bearbeiten. Ronaldo kommt auf jeden Fall ins Team, das ist klar. Raphael geht raus. Dann De Bender geht rein. Auf jeden Fall für einen ZDM-Spieler. Und der linke Mittelfeldspieler geht rein. Mal schauen. Ich würde es eigentlich so lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Mannschaft gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, wenn wir Ronaldo oben reinmachen, das ist ein. Der spielt der BBVA, Valencia ist auch BBVA, das ist ebenfalls BBVA. Dann würde ich vielleicht sogar sagen. Mal schauen, die passen ja zusammen. Oder nicht? Monaco, nee, man, Monaco ist ja Frankreich. Scheiße. Ah, ist Monaco, ist glaube ich Frankreich. Nee, dann passt es leider doch nicht zusammen. Schade. Okay, der Miguel geht auf jeden Fall für de Bender. Das ist klar. Miguel passt besser ins Team rein. Und ich würde sagen, wir lassen das Team mal so und starten unser erstes Spiel. Ist jetzt nicht so eine überragende Mannschaft. Es ist alles Premier League, Barclays. Aber es heißt ja nicht, dass sie schlecht sein müssen. Sie sind ziemlich schnell. 83er Angriff und Mittelfelddefensive ist jeweils 81. Ja, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Schauen wir mal. Wünscht mir Glück im ersten Spiel. Wie gesagt, pro Sieg kriegt man ein Pack fürs Ultimate Team. Der hat natürlich richtig Glück. Der hat Ronaldo, Bale und Messi. Das ist mal eine richtig kranke Offensive. Und es wird richtig, richtig schwer, da überhaupt zu gewinnen. Schauen wir aber mal, vielleicht schaffen wir es ja. Mal ein Spiel zu gewinnen, das wäre schon mal sehr cool. Schauen wir mal. Der kommt schon mal an. Na, schade, abgefälscht. Schön verteidigt, sehr gut.
immer wieder unglaublich zu sehen, wie eng die Ballführung von Leo Messi ist. Ja, schlechter Pass. Man kann das kaum nachvollziehen. Wenn es funktioniert, dann meist unfair durch ein Foul. Das ist Wahnsinn. Und Alonso. Jetzt Ronaldo am Ball. Das könnte die Chance werden. Das ist schon das 1:0. Ja, mit dieser kranken Abwehr ist, mit dieser kranken Sturm ist es natürlich nicht sehr schwer, ein Tor zu schießen. Aber steht nur 1:0, es ist noch alles offen. Na, jetzt müssen sie sich wieder gegenseitig im Weg rumstehen, Mann! Ach, schade. Schade, schade, schade. Jetzt haben sie den Ball. Ja, schade. Ich dachte schon, der wäre reingegangen. Mann, das sah fast so aus. Leider nicht. Und Ronaldo. Er passt auf und holt Mittelfeld den Ball. Sie können wieder nicht passen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Er spielt den Pass auf den Flügel. Der Ball auf die Außen kommt nicht. Ja, es ist echt schwer. Messi treibt den Ball nach vorne. Vor allen Dingen, wenn man gegen Messi verteidigt. Da kann er ihn stoppen. Und da verlieren sie den Ball. Remy am Ball. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Spielt den Ball in den freien Raum. Pedro jetzt. Ja, Mann. Er war noch dran, gibt Ecke. Ja, egal. Immer ein Eckball. Raúl Albiol am Ball. Sie haben den Ball. Man merkt halt schon, er hat eine krasse Sturm. Seine Abwehr ist auch nicht wirklich schlecht. Den Ball kann man nur so viel Glück haben. Und nun Pedro. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Wirklich auch sehr schwer durchzukommen, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch keine so. Pass doch, Mann! Idiot. Er macht das Spiel schnell. Da kommt die Flanke von Bale. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Javi Fuego. Wird das seine Torchance? Und jetzt der Schuss. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Da verlieren sie den Ball. Schöner Pass, aber der kommt, glaube ich, nicht an. Nee. Aktuell leider noch keine Möglichkeit. Steigespiel. Die Defensive steht. England hat zumindest eine gute Abwehr. Pedro. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Und Carrick. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass. Man kommt nicht durch. Es ist wahnsinnig schwer. Cristiano Ronaldo. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Ja. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Oh, gut gehalten auf jeden Fall. Ah, Mann. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Schade. Sehr gute Entscheidung. Und jetzt Bale, vielleicht gibt's die Möglichkeit.
Ist halt auch gleich heftig im ersten Spiel. Gleich so einen übertriebenen, krassen Gegner. Das ist schon heftig. Man kommt nicht durch. Schade. Oh, schlechter Pass. Aber schlecht gemacht von ihm. Zum Glück. Nee. Er hat eine gute Abwehr, muss man echt sagen. Und ich komme nicht durch. Ja, Leute, Halbzeit 1:0 aktuell. Und ich würde sagen, wir tun mal unsere einzigste Geheimwaffe einwechseln. Das ist der Ronaldo. Und mal schauen, was da noch so kommt. Coman finde ich auch ganz gut. Für De Pedro. Und ansonsten haben wir leider keinen guten Spieler mehr. Verhältnismäßig guten Spieler mehr. Leider. Ja, je. Sollst du nicht nach hinten passen, du Dubel. Und man darf auch nicht vergessen, er führt aktuell nur 1:0 gegen uns. Na, schade. Na, er hat eine eindeutige bessere Mannschaft wie wir. Also ich finde die Leistung, wo die spielen, nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht. Abwehr steht eigentlich ganz gut hinten von uns. Bis auf das eine Mal halt. Ach, Mann. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt Ronaldo am Ball. Doch nicht dahin, du Bert! Gut, dass ihm der Ball versprungen ist. Mann. Jetzt Carrick. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Zuspiel. Na gut, war hier abseits. Schade, schade. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt die Chance, jawohl! So schnell geht's. 1-1, Leute. Da wir hier hinten ziemlich gut stehen, muss ich sagen, finde ich schon, dass wir es 1-1 verdient haben. Er spielt jetzt nicht so überragend, dass er wirklich jedes Mal durchkommt. Ach, Glück gehabt. Schön abgenommen. Komm, nein! Ah, Mann! Schön, Torwart. Kurz so lange haben wir den gezogen, weil der andere Torhüter war mit Sicherheit ein Fliegenfänger gewesen. Ach, schade. Leider aus. Er überzeugt heute als Passgeber. Wird's jetzt gefährlich? Und Alonso. Nun Ronaldo. Schön abgenommen. Spielt den Ball in den freien Raum. Eckball immerhin. Sehr schön. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Leute, schon führt mal 2-1. Bam, Mann. So schnell kann es gehen. Sehr schön. Ich muss sagen, wir haben echt eine gute... Oh, jetzt geht er aber ab, hey. Schön. Versuchen wir mal ein bisschen auf defensiv zu spielen. Mal gucken, ob es was bringt. Und wir können ja auch theoretisch nochmal auswechseln. Ich würde sagen, wir machen mal den Carrick raus und machen den Mikel rein.
Und ansonsten können wir ja eh keinen mehr wechseln. Wir haben jetzt schon dreimal gewechselt. Müssen wir es halt irgendwie über die Zeit retten. Und Ronaldo. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball kommt gut. Ah, schade. Guck doch mal, kannst doch. War gut gedacht, aber leider hat es nicht geklappt. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Ist nicht mehr so lange zu spielen. Wird das seine Torchance? Ah, schön abgefangen, klasse. Sehr schön verteidigt. Schön, Loris. Bisschen auf Zeit spielen. Dann tut mir den auch gleichzeitig ein bisschen ärgern. Kurzer Blick zur Uhr. Wo ja nicht schlecht ist. Man tut natürlich jetzt alles nach vorne schmeißen, das ist klar. Schön. Da holt er den Ball zurück. Cristiano Ronaldo. Komm, jetzt die Chance. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ah, oh, schade. Mann, das wäre die Chance zum 3-1. Verdammt. Ja, der war wohl zu nervös und überhastet, um den Ball zu platzieren. Jetzt Alonso. Jetzt Cristiano Ronaldo. Ne, das war nix. Anspannung pur gleich im ersten Spiel. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Leute. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Und Gary Cahill. Souverän, er hat den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ah, schade. Mit diesem Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Lionel Messi am Ball. Das könnte die Chance werden. Na Mann! Dann so ein scheiß Fernschuss. Mann, ey. Schade. Schade. Bale. Nun Ronaldo. Nun Insigne. Klasse. Schön. Ja, komm, komm, komm. Das könnte gefährlich werden. Schade. Schade, schade, dass er so lang braucht. Ja, Leute, es sieht nach Verlängerung aus. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Schade. Na gut, dann machen wir eine extra Runde hier. Mal schauen. Die Verlängerung wurde angepfiffen und das könnte jetzt hier nochmal richtig dramatisch werden. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da trennt er ihn vom Ball. Das Na, Lauf! Ah, schade. Da auf und geht dazwischen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Jetzt müssen sie aufpassen. Komm, schieß! Ja! Sehr gut! 3-2! Bam! 3-2 also. Sehr schön gemacht. Alles drin. Komm an. Und direkt zurückgespielt.
Also dribbeln können die Engländer leider wirklich nicht. Dafür können sie extrem gut verteidigen. Muss ich schon sagen. Schön. Ah, schade. Cristiano Ronaldo. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Jetzt schießt er. Nix da. Es klappt nur einmal, du Arsch. Der Ball fliegt über das Tor. Ah, Mann. Messi. Jetzt wird's gefährlich. Bale schießt. Puh. Glück gehabt, Glück gehabt. Ah, schade. Bisschen zu weit. Ich will wenigstens ein Pack gewinnen, das ist so mein Ziel. Wo ich hab. Das ist so mein Ziel. Halbzeit. Aktuell führen wir. Und jetzt heißt es 15 Minuten über die Zeit bringen. Hoffen wir, dass es klappt. So. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ich verteidige hier. Scheiße, jetzt gibt's wahrscheinlich rot, oder? Ah, ne. Glück gehabt. Glück gehabt. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Azpilicueta am Ball. Komm, Coman. Jetzt Bale am Ball. Das war einfach für den Verteidiger. Schön. Der war auch schön. Stark gemacht, das könnte was werden. Ah Mann, ich lege ihn wieder zu weit vor, ich Dubel. Das gibt's doch nicht. Schade. Jetzt Alonso. Ach komm, ey. Das ist scheißegal. Komm. Spannung steigt, Leute. Nicht mehr lange und wir haben unser erstes Pack. Ich hoffe, dass wenigstens die Mühe lohnt und es ist was Gescheites drin. Jetzt Alonso. Das könnte gefährlich werden. Gutes Zuspiel. Er zieht ab. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Finde den Mitspieler. Jetzt. Ja, Mann! Glück ist auf meiner Seite, wie es aussieht. Würde mich jetzt nur noch freuen, wenn ich ein 4-2 machen würde, dann wäre es nicht so spannend. Das könnte die Chance werden. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Bye. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Macht er ihn! Schön, nochmal Eckball. Kurz vor Schluss, 2 Minuten Nachspielzeit. Puh. Dann hau den Ball weg, jawohl. Komm, pfeif ab! Pfeif ab! Ist gar kein Tor wieder drin, okay. Ich wohne das die ganze Zeit. Warum ist da kein... Ja, Leute! Mein erster Sieg, hart erkämpft. Mit 3:2. Und wenn das keine erste geile Partie war, dann weiß ich auch nicht. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich zeige euch dann die zweite Folge.
von Foodtraft-Modus. Wir haben aktuell einen Sieg, das heißt ein Pack haben wir aktuell. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.